Hi und herzlich willkommen zurück zu Fallout New Vegas. Ja, auch mal wieder bei Fallout New Vegas natürlich zurück mit dem Aufnehmen. Was war denn das letzte, was wir getan haben? So lange her, aber die Folge mal natürlich normal lang, weil die gestrige Folge von Dragon Age hätte ich ja eine halbe Stunde lang gemacht als Entschädigung, aber ich glaube, sowas guckt sich eh keiner an. Du guckst eine halbe Stunde an Dragon Age Origins mit meinem Belaber an, das glaube ich nicht. Wir müssen die Speer suchen, genau, das war's. Haben einen weiteren Auftrag bekommen? Ich weiß gar nicht, haben wir jetzt schon dem anderen Paladin erzählt? Bin ich mir gerade nicht sicher, ich guck lieber nochmal. Was gibt's, Außenseiter? Haben Sie was gefunden? Ah, ich kontaktiere für den Ältesten ein paar Kundschafter im Ödland. Ein vernünftiger Plan. Durch Ihre Vertrautheit mit dem Gelände der Umgebung sind Sie perfekt als Kontaktperson geeignet. Ich versuche seit Jahren den Ältesten dazu zu bewegen, Kundschafter zu schicken. Und er hat sich stets geweigert. Betrachtete sie als Schwachstelle. Ich frage mich, warum er es sich anders überlegt hat. Also langsam wird es echt ein bisschen seltsam, weil er ja eigentlich den Ältesten absetzen will, der die ganze Abriegelung hier befürwortet. Also der Älteste. Und plötzlich ist der Älteste, der hat auch wohl so seine eigenen Pläne. Ich weiß noch nicht so recht, wem ich jetzt trauen soll. Aber bevor wir uns darüber jetzt irgendwelche Gedanken machen, weil ich natürlich wie immer keinen Plan habe, was hier ablaufen wird, also wirklich nicht, die Quest hätte ich nämlich damals auch nicht gemacht, erfüllen wir einfach mal die ganzen Aufträge und schauen, wie sich die Lage entwickelt und wir kommen sicher noch an einen Punkt, wo wir dann entscheiden können, was das Bessere für uns ist. Also was uns mehr Profit letztendlich aus der Situation bringt. Dafür werden wir uns euch auf jeden Fall entscheiden. Aber erstmal wieder in die Oberfläche hier. Ah, den Weg zur Oberfläche, den kann ich jetzt schon perfekt. Da muss ich nichts mehr überlegen. Da, den finde ich schnurstracks. Weil die Tür jetzt auch, wie schon angesprochen, sperrangelweit offen steht. Aber ich glaube, das Jagdgewehr nehmen wir lieber nicht. Das ist ja auch schon so langsam überholt von dem ganzen Scheiß, den wir so gefunden haben. Ah, wir können wieder das Präzisionsgewehr nehmen. Werden wir schon jetzt haben. Darf man das wohl auch benutzen? So, mal schauen. Welcher ist denn am nächsten dran? Beziehungsweise zu welchem haben wir am nächsten einen Schnellreisepunkt? Oh, da waren wir auch schon. Wunderbar. Waren wir hier irgendwo? Okay. Zudem müssten wir laufen. Da reisen wir einfach zur Vollzugsanstalt. Gehen um die nächste Ecke. Und da müsste auch gleich sein. So. Ach, wir stehen hier vor der Tür. Oh, cool. Das ist so ein richtig mit irgendwelchen Schiebetoren und Stacheldrahtzaun. Boah. Sieht ja ganz ordentlich aus. Sieh einer an. Spaziert hier rein, als wäre er einer von uns. Wissen Sie nicht, dass Sie sich hier auf Pulverbanditen-Territorium befinden? Pulverbanditen? Oh. Was genau ist das für ein Ort? Das ist oder war der Knast. Die Justizvollzugsanstalt der Republik Neukalifornien. Vollzogen wurde hier aber nur Sklavenarbeit. Wir Gefangenen beschlossen, eines Tages auszubrechen, töteten den Anstaltsleiter, brachten die Wachen um und übernahmen den ganzen verdammten Bereich. Eigentlich sogar recht nachvollziehbar. Genau, wenn sie frei sind, was macht sie denn überhaupt noch hier? Weil wir hier das größte, abgefahrenste Fort im Ödland haben. Genug Wasser und Strom und wenn wir Fressalien brauchen, stehlen wir sie uns einfach. Wer hat im Gefängnis denn jetzt das Sagen? Eddie. Den findet man üblicherweise oben im Hauptgebäude. Hockt dort im alten Sessel des Anstaltsleiters. Kann ich reingehen? Mal sehen. Hängt davon ab, ob es sich für mich lohnt. 100 Kronkorken klingen für mich angemessen. Ein Kopfschuss klingt für mich angemessen. Man kann den nicht irgendwie Ach, komm. Leck mich doch, hier hast du deine Kronkorken. Och Mann, ey. Können wir das ihm irgendwie wieder wegstehlen, wenn er gar nicht hinguckt? Wieso hat er den nicht eingesteckt? Sag mal, hat er den irgendwie gleich gegessen, oder was? Ist doch jetzt für ein Arsch. Cool.
Also den Schlüssel nehme ich mir jetzt einfach mal. Hier drüben! Na, reicht schon? Na, reicht schon! Boah, leck mich doch, ihr kleinen Idioten. Gebt mir mein Geld wieder. Natürlich geht es mir nur darum, das Geld. Ich weiß jetzt nicht, was mit denen gerade abging, aber... Ich bezahle dem Wichser 100 Kronkorken. Und als Dank... Ach, komm schon. Oh, Mann. Was haben die eigentlich nur so einen scheiß 9mm? Schwachsinn dabei, das braucht keiner. Okay, ich glaube, das schaffst du jetzt. Wie wäre es dann doch nicht so die mega beste Variante einer Waffe, die wir hier benutzen sollten? Ach komm. Die können wir mal wieder nehmen. Why not? Meine Getränke. Ein kaputtes Terminal. Das rein gar nichts kann. Ich bin ja so ein bisschen enttäuscht. Also viel können die wirklich nicht. Noch weniger als das Terminal, würde ich mal sagen. Und das ist nicht gerade viel. Wo kommst du denn jetzt her? Verrufen! Angesichts ihres wahrlich monströsen Verhaltens sind sie in der Gesellschaft in Verruf geraten. Ich meine, Gesellschaft und Pulverbanditen in einem Satz zu verwenden, ist auch schon mal fragwürdig. Naja, soll mir recht sein. Mit denen will ich ja eh nichts am Hut haben. Das nehmen wir alle. Oh, aufbereitetes Wasser. Doch, das können wir noch einstecken. Das heilt im Notfall auch. So. Blenden wir auch noch die Nachtsicht. Man achte auf die Augen auf dem Etikett. Nein, nein, nein. Den ganzen Rest wollen wir nicht. Ich guck mal ganz kurz, haben wir... Ne, von der 10mm. Ich guck ganz kurz mal was. Können wir eventuell unsere 10... Ja, können wir. Also schön drauf achten, vielleicht finden wir noch andere 10mm Waffen. Denn die können wir auch damit reparieren. Dosen benötigen wir nicht. Oh, hier gibt's aufs Gelände. Da war noch einer irgendwo, der auf uns geschossen hat. Da. Oh, der war sauber gesetzt. Sogar richtig sauber. Er ist da noch da oben. Oh, den treffen wir aber nicht. So, jetzt können wir es aber mal benutzen. Nicht verstecken, Präzisionsgewehr. Du auch nicht. Hey. Der war doch sauber gesessen. Wunderschön. Boah. So noch einen ordentlichen Krit. Hey, der ist aber ein Freund angezeigt. Oder wieder eine Krähe. Hä? Wo soll das sein? Nein, wir wollten hier diesen einen Ranger finden. Was machen wir jetzt überhaupt hier? Sollen wir überhaupt rein? Ja, wir sollen hier rein. Oder? Oder? Ja. Ach, der ist da. Ja, ich krieg klar. What the fuck? Was ist denn hier drin? Egal, wir checken einfach mal die Türme ab. Auch eine schöne Sniper-Position hier oben eigentlich. Nehmen noch die ganzen Leute aus. Und hier, super Stimpak und Stimpaks. Sehr schön. Sind das Feinde? Ich weiß gar nicht, die sehen eigentlich schon aus wie Pulverbanditen. Das sieht cool aus mit dem Scheinwerfer. So, wo ist er denn? Irgendwo die Richtung. Nein, ich sollte nicht App drücken. Aber die Freunde da. Die Freunde der Nacht, die machen mir so etwas mehr Sorgen. Ich check noch mal kurz die anderen Türme ab, ob da hier noch jemand drauf ist.
Nein. Bräuchten eigentlich so ein Nachtsichtgerät für unser Scharfschützengewehr. Boah, das hätte auch Stil, würde ich mal sagen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das... Oh, wir wackeln noch ziemlich. Ja, sind Feinde. Na, auf die Entfernung haben wir unseren Schusswaffenskill doch noch nicht ins Optimum geskillt. Den kriege ich aber noch. Alter, jetzt. Der wäre noch fast sauberer als der davor. Der slidet noch ein bisschen cool über den Boden. Dann lassen wir den auch mal in Ruhe. War da gerade noch irgendwas? Da hat sich doch irgendwas bewegt, oder? Na egal, wir wollen ja mal zu unserem Ranger-Kumpan da hinten. Nicht Ranger, der ist, oder? Nee, das waren noch von der Bruderschaft welche. Egal, wir sind ja auch gleich bei ihm. Ich überlege gerade, sollen wir noch die anderen Türme abchecken? Ja, ich denke schon. Weil da ganz sicher, wenn auf dem einen Stimpacks lagen und sogar ein Super Stimpack, was uns auch mal in einer gefährlichen Situation ordentlich den Arsch retten könnte. Checken wir einfach auch nochmal ab. Vielleicht liegt da auch noch was Nettes oben drauf. Man weiß ja nie. Und wir müssen ja auch noch den Pulverbanditen hier plündern. Der sonst nichts Sinnvolles hat. Ich wusste es doch. Hier oben liegt ein Lego an einem Stiel. Das wäre uns jetzt echt entgangen. Okay, hier ist nur Crap drauf. Oder auch nicht. Munition. Munition ist immer gut. Ja, da und geh aus dem Weg. Mich würde interessieren, ob hier noch irgendwas ist. Außer die Pulverbanditen, die uns wieso auch immer angegriffen haben. Ich raff's immer noch nicht. Da haben wir wirklich 100 Kronkorken verschwendet. Ich meine, 100 Kronkorken waren früher mal viel, muss man überlegen. Ich meine, jetzt haben wir hier 3,9, aber 100 Kronkorken haben oder nicht haben. Gehen wir aber mal hier noch rein. In den Zellenblock. Hier drüben! Na? Oh Gott, Hexe. Was haben wir denn noch schönes? Jagdgewehr mag ich ja irgendwie nicht mehr so. Ui, die können wir mal wieder nehmen. Na los! Okay. Die ist gegen humanoide Wesen, die keine Rüstung haben. Optimal, würde ich sagen. Boah, die haut ja richtig rein. Und da ist sogar noch eine Granatenkiste sogar. Noch was Verschlossenes. Verschlossen heißt nämlich eigentlich immer gleich, dass irgendwas Gutes drin ist. Oder auch Schwachsinn. Das ist dann Ansichtssache. Mal schauen. Vielleicht finden wir ja sonst doch irgendwas wie eine Toilette. Genau das habe ich jetzt gesucht. Nein. Gefangene sind hier nicht mehr. Die sind ja alle ausgebrochen, wie wir gehört haben. Und jetzt tot, wie wir gesehen haben. Rattenfleisch wollen wir nicht. Wieso lagern die hier nichts Wertvolles drin? So, schließlich diese Sprengstoffkiste. Wieso in der Sprengstoffkiste ein Hammer? Ein explosiver Hammer. Der macht Hammerexplosion. Oh, keine Sprengstoffkisten mehr. Nope. Wohl da aber noch. Nein, das war eine Toilette. Toiletten und Sprengstoffkisten differenzieren sich dann doch in einigen Punkten. Okay, da ist auch nichts drin. Schade, schade. Aber hier gibt es doch bestimmt noch mehr. Jetzt würde ich schon sagen, von der dunklen Brut, ja. Stirb, dunkle Brut. Alter, wie das Ding abgeht. Wir brauchen unbedingt, wenn wir das nächste Mal einen Waffenhändler sehen, mehr Munition dafür. Wie das Teil losfetzt, jetzt mal im Ernst. Krass. Will ich ja fast zufrieden mit sein. Viel Dynamit, das wir wieder verkaufen können. Eine blutige Matratze. Die wollen wir dann nicht mitnehmen. Jedenfalls bin ich abgeneigt, das zu tun. Drogen, wunderschön. Wie lustig, wenn man hier im oberen Bett schläft, dass der dann so hochsteigt, aber ich glaube eher nicht. Oh, ich dachte gerade, es wäre eine sehr schwere gewesen, jetzt bin ich enttäuscht. Das wäre cool gewesen. Willst du mich verarschen? Wieso ist in den ganzen Drohnen, die verschlossen sind, nichts drin? Das ist sau unfair.
Ach, den Charakter haben wir noch nicht durchsucht. Sein Block B. Ah, 9 mm. Dann will ich noch mal kurz gucken. Können wir das auch machen? Nein, die 9 mm ist nicht kompatibel damit. Ach, jetzt müssten wir den nicht mal knacken. Laubbläser? Nein. Was haben wir denn da Schönes gefunden? Ein Diagramm. Wo ist das Diagramm? Hilfsmittel? Ach, das ist wahrscheinlich einfach für... Was war das gerade? Ach so, das war... Ah, das heißt sogar Cat Eye, das passt ja. Hab ich gar nicht gesehen davor. Damit können wir wahrscheinlich in der Werkbank coole Munition basteln. Damit können wir Stimpaks machen, das nehme ich mal mit. Da magst du, Jörn, bequem zu schlafen. Munition. Moment, das war keine Munition. Ich fühle mich hier mit den ganzen Kisten so ein bisschen verarscht. Die wollen mich trollen. Das finde ich nicht okay. Ha. Da noch was? Nope. Ich habe jetzt irgendwie gerade keinen Bock, einen Cut zu machen. Ich glaube, die Folge mache ich jetzt auch dezent länger. Dezent länger heißt jetzt nicht wie letztes Mal eine halbe Stunde da, sondern einfach mal noch mal ein paar Minuten draufklatschen, weil ich jetzt nicht gleich cutten will, sondern das noch quasi beenden will, die Justizvollzugsanstalt. Und das dann als abgeschlossenes Kapitel sehen, wenn es hier sonst nichts mehr gibt. Und uns dann in der nächsten Folge gleich darauf dem Typen vor den Zäunen wenden, den wir ja bekanntlich suchen müssen. Denn wir wurden hier wieder leicht abgelenkt. Und die Türme will ich jetzt auf jeden Fall noch abchecken und auch möglichst alle Pulverbanditen hier entsorgen. So. Alles vor. Also, die hatten schon recht, der Typ am Eingang, von wegen mit dem Vor hier. Das ist schon echt cool. Da wünsche ich mir wieder, dass es so den Aspekt gäbe in Fallout, sich das quasi so, dass man das so sein eigen nennen kann und so aufrüsten kann mit verschiedenen Upgrades und oh man. Da kommt wieder der Wunsch nach einem gescheiten Housing-System in Fallout bei mir hoch. Aber das gibt's ja leider nicht. Ich glaube mal, das Spiel hat auch so seinen Reiz. Also, es ist nicht so katastrophal, dass es nicht nach komplett meinen Wünschen ist. Aber das wäre echt cool, wenn es das gäbe. Da ist wohl auch jemand ausgelaufen. Wahrscheinlich über den Zaun geklettert. Oh, genau wir. Sind jetzt mal Sherlock. Ist über den Zaun geklettert, wollte ausbrechen, hat sich irgendeine tiefe Fleischwunde am Stacheldraht geholt, wollte den Hügel raufkraxeln, hat wahrscheinlich am Bein hatte er diese, gemerkt, dass er nicht hochkommt, weil sein Bein nahezu nicht mehr funktionstüchtig war, ist dann liegen geblieben und dort verblutet. Genau so ist es geschehen. Und es gab keine Zeugen. Hat der gerade grün geleuchtet? Der hat doch gerade grün geleuchtet. WTF. Pulverbandit, was geht mit dir? Chernobyl-Bandit. Waren wir da schon drin? Ja, da kamen wir her, oder? Ja, da kamen wir her. Wusste ich's doch. Ah, genau, in der Werkbank wollte ich mal kurz gucken, was wir denn machen können jetzt. Flugkörper. Leider weiß ich nicht, was die Flugkörper machen. Ich wandle jetzt mal einen um. Ich will wissen, was an den Flugkörpern so toll ist. Hä? Zwei Raketen hinzugefügt? Was wandeln die denn um? Das ist eher mal so die Frage. Umwandlung Rakete in Flugkörper. Und ich habe zwei Raketen geschenkt bekommen. Was zur Hölle? Rakete, Rakete. Was? Egal. Ich lasse mich jetzt nicht verwirren. Oh, Splittermine, das mag mir doch gefallen. Oh, wie viel Karma wir hier verlieren. Das ist doch wunderschön. Auf den Türmen waren wir, glaube ich, auch noch nicht. Glaube ich. Ich hoffe, dass es... Nee, dunkel ist es hoffentlich nicht, oder? Nee, Quatsch. Weil sonst hätte ich mal bis zum Tag gewartet, aber das ist doch Schwachsinn. Man sieht doch genug, hoffe ich mal. Wenn nicht, werde ich einfach in der nächsten Aufnahme mal
ein paar Stündchen warten, bis es denn wieder Tag ist. Ja, das war ja die Tollwut. Ich glaube, wir müssen uns den Rex einschläfern. Das ist schade. Ja, gucken wir auch noch auf den letzten Turm. Ein Turm wird hier nach dem anderen abgeklappert. Und wir... Okay, den treffen wir nicht mit einer 9mm Waffe. Das wäre eine ziemliche Utopie. Utopie. Ich laber gerade wieder Scheiße. Das war so eine Mischung aus Autopsie und Utopie. Eigentlich wollte ich sagen, das wäre ziemlich utopisch, bloß dann aufgrund meines Satzes musste ich dann das Nomen nehmen und dann immer wenn ich irgendwas anderes nehmen muss, als ich eigentlich sagen will, kommt der totale Schwachsinn raus. So, was fehlt da noch? Das Gebäude links von uns, glaube ich. Wahrscheinlich auch ein Zellen. Ne, die Justizvollzugsanstaltsverwaltung. Ich werde es ausprobieren. Du bist ein Vollidiot. Ich wollte eine Granate anheben. Das geht nämlich auch. Und das wäre lustig geworden. Wow. Hä? Ja! Alter, Fressblei! Ja, scheiße. Wie das abgeht. Nee, wechsel gleich auf die 10mm. Ach du meine Fresse. Wunderschön, wunderschön. Das ging mal ab, würde ich sagen. Schusswaffen mal ein bisschen höher. Wissenschaft mal wenigstens auf die 80. Und dann skillen wir endlich mal Dietrich voll. Jetzt können wir nämlich alle Schlösser knacken, die es so gibt. Das ist auch Eddie. Eddie, was hast du denn so cooles bei? Eine Plasmapistole. Wow, ich bin sowas von überrascht. 9mm Maschinenpistole. Können wir vielleicht damit unsere eigene reparieren? Ich will ja immer noch... Ja. Also schön nach 9mm Maschinenpistolen suchen. Jetzt weiß ich's. Du? Haben wir dich schon? Nö. Gleich mal unseren Magnum-Revolver wieder auf Vordermann. Okay, der war schon fast komplett, aber... Kompletter ist immer besser. Kompletter als komplett. Ja, genau. Da. Nach denen suche ich. Samt Munition noch. Oh, jetzt haben wir die wieder richtig schön hochgepimpt. Pimp mein 9mm. Könnten wir... Oh, haben wir jetzt wieder auch Munition für? Ja, wir haben wieder Munition für. Wunderschön. Mal kurz noch umschauen, ob es hier was gibt. Ach so, das sah ja gerade irgendwie aus wie eine Bärenfalle oder so aus der Entfernung. Ein verschlossener Erste-Hilfe-Koffer. Wie kann man uns nur die Hilfe verwehren? Haarklammer. Bis auf das Wasser nehmen wir alles mit. Hannigan. Das sind noch Stimpacks für uns. Wieso versteckst du dich? Hier hat sogar jede Dose ein eigenes Bett. Find ich vorbildlich, muss ich sagen. Finde ich wirklich richtig schön. Okay, dann würde ich, bevor wir uns mal den nächsten Stock anschauen, auch mal einen kleinen Cut machen. Jetzt endlich. Wir sehen uns hoffentlich gleich wieder. Ich danke fürs Zuschauen. Ciao.